und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurer Gameplayerin. Ja, seid nicht verwirrt, ich habe eine leicht veränderte Optik. Das liegt daran, dass ich auf einen meiner privaten Spielstände gerade spiele. Nicht auf meinen normalen privaten Spielstand, wo ich spiele, sondern auf dem, wo ich eigentlich nur bauen wollte. Und wie ihr schon im Hintergrund so ein bisschen sehen könnt, ich habe mir hier eine, ja, mehr oder weniger kleine Basis gebaut. Und die möchte ich euch gerne einmal zeigen. Und zwar ist das ganz normal da, wo ihr normalerweise startet, bei der Ebene des Aufbruchs. Da geht ihr dann so ein bisschen weiter runter und hier vorne kommt dann dieser Wasserfall im Hintergrund und ja, dieser Fleck, sage ich jetzt mal, auf der Karte, da habe ich mein Lager gebaut, nämlich bei 229-486. Ja, und das hier ist mein Lager. Ich zeige euch das Ganze mal eben von oben, damit ihr mal einen kleinen Überblick bekommt. Übrigens, wundert euch nicht, dieses Tor hier habe ich hingebaut, weil da hinten gerne mal zwei von diesen Mammorests heißen, die, glaube ich, spawnen. Und die liefen hier die ganze Zeit über die Brücke und durch mein Lager durch. Kleiner Nachteil hat das Ganze allerdings, dadurch, dass ich hier vorne nichts zugebaut habe, weil es einfach blöd aussieht, läuft hier auch mal regelmäßig gerne ein Mammorest rum. Das läuft dann einfach hier hinten über meine Veranda und nach hinten. Und das finde ich halt sehr doof, weil das auch sehr breit ist. Ja, so sieht jetzt erstmal dieser ganze Fleck hier aus, damit ihr euch mal eine Übersicht verschaffen könnt. Wir haben hier unten eine Zuchtstation. Wir haben zwei Tiergehege, sage ich jetzt mal. Diese Stelle hier unten vor mir, die habe ich extra freigelassen, weil da immer ein Erzvorkommen ist. Da ich jetzt aber eine neue Stelle gefunden habe für die Erzvorkommen, beziehungsweise für mich ist es eine alte Stelle, ich will mich da jetzt niederlassen, da könnte ich dann auch noch mal eine dritte hinbauen. Und zwar ist das hier oben, ich habe sie relativ schnell wiedergefunden, das ist in der Nähe von der Sphäre der Schnellfüßigkeit, also von dem Wegschrein und von dem Turm der Liga der Prahlfreunde. Das ist bei 192-36, da wird jetzt demnächst noch meine Erzbasis kommen, damit ich dann hier auch schneller bauen kann. Ja, und ihr seht schon unten ein Dinossum, was da rumläuft. Das wechselt sich hin und wieder mit dem Mammorest ab, wobei das Dinossum eigentlich noch nicht so problematisch ist. Und so sieht die Base nun von oben aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass man diese glatten Flächen hier nicht auch im Stil von dem Dach machen kann. Aber naja, gut, man guckt ja selten von oben auf die Basis drauf. Ich gehe jetzt erstmal mit euch wieder runter und schauen wir mal die einzelnen Stationen von der Basis an. Das hier ist, achso, den könnten wir mal wegpacken. Das hier ist ja eigentlich mehr so ein vorübergehender Baute. Ich habe es jetzt erstmal gelassen. Das war nämlich meine erste Quelle, sage ich jetzt mal, wo die Pals sich dann ausruhen konnten. Den habe ich jetzt einfach mal nur so da drauf gebaut. Da suche ich noch ein besseres, schickes Örtchen für. Ja, wir haben ja schon hier die Zuchtstation gesehen. Dann habe ich jetzt aktuell hier diese beiden Tiergehege, sage ich jetzt mal, die heißen anders, ich weiß, wo meine Pals dann auch produzieren können. Wolle ist immer ganz, ganz wichtig, weil ich habe unheimlich viel davon gebraucht für Stoff. Ich werde mir auf jeden Fall noch zwei holen, also diese Katzen, ich sage mal, die sehen aus wie Kleopatra, die dann das Gold produzieren. Ich werde dann, wenn ich das drüben erschlossen habe, das ein bisschen umstellen, also das ein bisschen weiter nach rechts stellen und hier nochmal ein drittes hinstellen, damit die auch mehr produzieren können. Denke ich zumindest, dass ich das so machen werde. Ja, und hier seht ihr schon, hier werden meine Bälle bzw. meine Sphären werden hier produziert, meine normalen Pfeile werden produziert. Und seltsamerweise produzieren die auch Gold. Ich weiß nicht, ob das jetzt verbuggt ist, weil bisher habe ich nur festgestellt, dass die anderen Gold produzieren. Das sah jetzt irgendwie eklig aus, wo der Ball gerade herkam. Na gut, wir schauen uns das Ganze erstmal unten an. Also, ich hatte hier erstmal den Grundgedanken, dass ich hier natürlich so ein Plateau, sage ich jetzt mal, bauen möchte. Ich habe zuerst überlegt, das Ganze mit Stein zu machen. Dann habe ich mir gedacht, ja, warum machen wir da nicht direkt eine Veranda draus? Weil man braucht ja sowieso ein bisschen Platz, wo man hier rüberlaufen muss. Und dann habe ich das Ganze mit Holz gemacht.
Glücklicherweise habe ich in irgendeinem Video mit so einem Baumhaus mal gesehen, dass man hier diese, ja, Bänke sind es, glaube ich, benutzt hat als Absperrung sozusagen. Also ja, wie so eine Art Mauer, sage ich jetzt mal, die hier von der Terrasse steht. Dieser Ofen hier, der kommt übrigens noch weg. Wenn ich im Level soweit bin, werde ich hier diesen großen Hochofen oder wie der heißt, hinmachen, also diese maximale Stufe. Und dann auch dementsprechend fürs Essen dann auch die maximale Stufe hier hinstellen. Leider, leider bin ich aber aktuell noch nicht so weit. Ich bin jetzt gerade erst Level 32. Das heißt, ja, dass ich damit noch ein bisschen warten muss. Also das hier wird so der Feuerbereich. Den habe ich hier auch extra, ja, als so eine Art kleines Häuschen, kleines Nebenhäuschen gemacht. Ganz wichtig übrigens, ich habe die Türen überall aufgelassen, weil ich festgestellt habe, dass die Pals sonst nicht durchgegangen sind. Ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste es logisch sein, dass die Pals die Türen einfach öffnen, aber sie machen es nicht. Dann hier habe ich zweimal rote Beerenfelder hingebaut und hier sind zwei Weizenfelder hinten. Eigentlich müsste ich noch andere Felder reinbauen wie Tomate und Salat. Da muss ich dann mal schauen, ob ich die dann eventuell ja komplett woanders hinbaue, ob ich sie nicht hinbaue vielleicht, ob ich sie da hinten hinbaue. Da wäre ja auch noch ein bisschen Platz, aber ich glaube, das reicht nicht von der Breite her. Hier vorne ist dann das Silo. Hier ist die Futterstation. Ja, und hier kommt dann die Ecke, wo meine Pals arbeiten können, damit wir Holz und Steine erhalten. Da kommt dann noch irgendwo, ich denke mal so mehr nach rechts oder so, dieser Holzklotz hin. Den habe ich noch nicht bauen können. Hier ist jetzt der kleinere. Hier ist die Mühle auf der Seite. Und hier ist alles, was mit, ja, mit Steinproduktion zu tun hat. Beziehungsweise mit der Beschleunigung. Das steht hier auch schon. Ja, und wenn ich so gucke, das ist wirklich ein bisschen eng, um hier noch Felder reinzustellen. Hier ist dann die andere Seite von der Veranda, sage ich jetzt mal. Da habe ich auch schon eine luxuriöse Quelle, glaube ich, hieß es, hineingestellt, damit meine Pals sich gut ausruhen können. Ich würde gerne noch eine zweite hinbauen, aber da die sehr groß sind, weiß ich noch nicht so genau, ob und wenn ja, wie ich das hinkriegen werde. Ja, das war jetzt so der Außenbereich. Dann gehen wir mal hier unten gucken. Und zwar, ich muss gestehen, ich habe keine richtig schöne Stelle für diesen Springbrunnen gefunden. Wobei der Springbrunnen an sich auch ein bisschen hässlich ist, irgendwie, finde ich. Den hätte man ein bisschen schöner machen können. Aber den habe ich jetzt erstmal hier so reingestellt. Hier, das ist die Ecke, wo meine Pals schlafen. Die ist allerdings noch nicht ganz ausgebaut, weil ich halt noch nicht das Level auf Maximum habe. Insgesamt sollten normalerweise 20 Pals hier drin schlafen können. Ich habe das auf 20 gestellt. Ich habe es übrigens extra hochgestellt, damit auch die großen Pals hier durchlaufen können, also hochgebaut. Das Problem war nur, ich hatte hier eine Tür drin und ich hatte vorher einen Hirsch. Und obwohl die Tür offen war, ist der Hirsch immer da drin gebackt. Also anscheinend kommt sein Geweih nicht durch oder ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ähnlich wie bei DBD, dass die so Hitboxen sozusagen haben und diese Box kam nicht mehr da durch. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das machen, dass das nicht ganz so doof aussieht? Aber naja, ich habe nicht so eine schöne Art und Weise gefunden. Ich wollte eigentlich hier oben so, sag ich mal, von beiden Seiten das Schließen, diese Schrägen reinmachen. Aber das geht leider nicht, weil man kann die Schrägen immer nur so reinbauen wie hier vorne, dass diese glatte Fläche unten ist. Und ich habe es nicht gedreht bekommen, dass man halt eben diese Schräge unten hat. Ja, und jetzt habe ich hier so ein etwas seltsam aussehendes Dach drin. Dann die Palbox konnte ich auch nicht anders hinstellen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie ein bisschen weiter nach vorne gewesen wäre. Hier vorne haben wir dann, ja, ich sag mal, den Getränkebereich, wenn die Pals Durst haben. Ich habe schon mal eins hingestellt, um Eier auszubrüten. Hier sollen eigentlich noch ein paar mehr hinstellen, also drei mindestens. Dann haben wir einen Generator hier drin. Und hier hinten ist eigentlich der Bereich, wo die, wie heißen die jetzt, die Laufbänder hingestellt werden. Wenn ich mir das so angucke, könnte das eventuell ein bisschen knapp werden. Ich muss mal schauen, wie ich das hinkriege. Ich habe jetzt das alte, die sind ja sowieso ein bisschen breiter. Die neuen, also die Endstufen davon, die haben dann den Teil hier mit diesem Tisch zum Beispiel nicht mehr, haben dann ein Fließband, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schmaler als das hier. Und die haben dann hier so, ach, wie nennt man diese, so Roboterarme dran. Die aber, glaube ich, auch nicht mehr ganz so weit reingehen wie das Blaue, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es könnte dennoch ein bisschen eng werden, das Ganze hier zu vervollständigen.
Hier steht jetzt erstmal noch die Waffenbank. Da wird jetzt aber, weil das auch meine nächste Aufgabe ist, demnächst dieses Fließband für die Waffen hinkommen. Hier unten, die ist auch noch nicht ganz fertig und die wird auch noch ein bisschen umgebaut, muss ich dazu sagen. Das ist, ja, ich sag mal so, der Werkbereich. Also das ja eigentlich auch mit der Fabrik. Aber ich finde die Optik einfach so richtig, richtig geil von diesen, ja, Vorratsbehältern hier. Da gibt es auch noch en masse andere, also bestimmt 5, 6 Stück mit großen Schränken, Schließschränken und Schubfächern oder wie sich das nennt. Ich finde es unheimlich geil und es passt hier so schön rein. Und natürlich muss ich ein paar Pflanzen auch da reinstellen, damit die ein bisschen ausgeglichen wird, diese alte Optik, beziehungsweise es ein bisschen schöner wird. Hier haben wir dann die verbesserte Werkbank aktuell drin. Die werde ich wohl auch drin stehen lassen, einfach mal so als Zusatz, wenn man mal zwischendurch was craften will, was nicht so lange dauert. Hier soll eigentlich noch einer, vielleicht auch zwei von diesen hohen Schränken reinkommen, damit man mehr aufbewahren kann. Die Bank wird auf jeden Fall hier drin bleiben, weil das ist die einzige Bank, mit der man reparieren kann. Hier ist dann auch nochmal für die Passive, damit die schneller arbeiten, war es, glaube ich, fürs Handwerk. Hier ist dann die Bank, womit man sich Zubehör für die Pals herstellen kann. Ich denke mal, die werde ich auch so da drin lassen. Ja, und hier ist halt die andere Sphärenbank. Was ich mit der mache, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, ich werde, wenn ich dann dieses Maximum Fließband da hinten habe, werde ich die wegmachen und werde da einfach ja, irgendwie einen Behälter, wo man was reintun kann. Also so ähnlich wie das hier in der Optik reinstellen. Da muss ich aber auf jeden Fall mal gucken. Dann gehen wir jetzt einmal nach oben. Und zwar habe ich hier diese zwei Stufen gemacht, weil ich ursprünglich ja gedacht hatte, dass ich dann eventuell größere Pals hier rumlaufen habe. Im Moment habe ich es noch nicht, weil ich mich ehrlich gesagt mehr auf den Bau spezialisiert habe aktuell als auf die Pals. Also man sieht auch, ich habe ganz viele Pals so vom Anfangsbereich eigentlich mehr drin. Ich habe durch ein Ei den da hinten noch bekommen, der jetzt gerade am Bergbau am Arbeiten ist. Aber alle anderen sind tatsächlich nur vom Eingangsbereich. Hier habe ich schon mal ein bisschen mit der Dekoration angefangen, weil ich möchte überall so ein bisschen, ja Moos ist das nicht, so ein bisschen Kletterpflanzen und so hinhängen, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Da brauche ich allerdings Unmengen an diese Kordel für. Die kommen gerade nicht drauf, wie sie heißen. Und ja, die muss ich dann noch in Produktion geben. Mir waren jetzt die anderen Sachen erstmal wichtiger. Hier ist meine Anubis-Statue. Ich fand das hier eigentlich ganz passend. Ich habe einen schönen Ort gesucht, wo ich die hinmachen konnte, aber irgendwie, naja, unten ist es nicht so toll. Ich wollte sie erst oben aufs Dach draufstellen, so als optischen Blickfang. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, wie komme ich dann immer aufs Dach? Das ist ja dann immer mit Klettern verbunden und dann habe ich sie einfach hier vorne hingestellt. Ein bisschen Feuer auch, damit der Eingangsbereich immer schön beleuchtet ist. Ja, und wenn man dann hier reinkommt, dann seht ihr schon, das ist mein Aufenthaltsraum. Der wird auch noch verschönert werden, da werden auch noch mehr Sachen reingestellt werden. Ein Klavier haben wir hier hinten beispielsweise schon, beziehungsweise ein Flügel. Und ich finde diese Details, die Sachen, die man jetzt schon machen kann, einfach unheimlich klasse. Hier hinten ist dann der Ausschankbereich, da werden auch noch ein paar Sachen mehr hinkommen. Vielleicht gibt es auch noch mehr Details in Zukunft. Ich hoffe es wirklich, weil es ist einfach mega, mega schön. Hier ist dann der Essbereich, steht nicht so hundertprozentig perfekt drauf. Ja, ich bin Perfektionistin, aber da habe ich tatsächlich erst danach drauf geachtet und habe mir dann gedacht, naja, lassen wir es erstmal so stehen. Ja, das ist der Eingangsbereich hier, der Essbereich, sage ich jetzt mal. Hier vorne steht auch noch so ein, ja, Globus im Endeffekt. Ich wusste nicht, was ich da in die Ecke stellen sollte. Ich hatte zuerst gedacht, viele Pflanzen. Und dann kam ich auf die Idee, den Globus dahin zu stellen. Dann gibt es zwei Varianten. Einmal können wir hier durch die Tür durch oder wir können hier durch. Ich gehe jetzt erstmal kurz hier in den Raum, weil der ist noch ziemlich leer. Da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, was ich da reinstellen soll. Also wenn ihr da vielleicht eine Idee für habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Bereich mache. Hier ist dann diese, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich öffne es mal eben. Aufsichtskanzel, genau. Wo man damit einstellen kann, wie die Pals arbeiten sollen. Bei mir arbeiten sie natürlich alle human. Die sollen ja auch Spaß haben. Die sollen nicht depressiv werden und so weiter. Dann gehen wir jetzt erstmal von hier aus rein, weil dann können wir alles schön so hintereinander machen. Wenn man jetzt hier schön gegessen hat und hier wohnt natürlich auch, kann man hier direkt ins Schlafzimmer reingehen.
mit Kamin, Pflanze und aktuell noch einem Bett. Ich muss noch ein bisschen Stoff umwandeln, um noch ein zweites Bett zu machen. Aber ich habe bei dem Bett ein großes Problem, was sich gerade erledigt hat. Weil, als ich das gestern alles gebaut hatte, konnte ich nicht schlafen gehen. Jetzt kann ich offenbar wieder schlafen gehen. Da, wo jetzt dieses F stand, das war komplett rot hinterlegt. Obwohl es stockdunkel war, also mitten in der Nacht. Und ich konnte nichts machen. Also ich habe keine Ahnung, warum man es jetzt machen kann. Und gestern ging es nicht. Vielleicht gab es auch heute ein Update und ich habe es nicht mitbekommen. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass es dann wieder geht. Hier gibt es dann nochmal einen Schrank, wo man seine Sachen reintun kann, wo Kleidung drin ist und so weiter. Und man achte hier auf die Details. Ich finde das so unheimlich toll, was die Designer oder wie auch immer die Entwickler von Palworld hier gemacht haben. Die haben, ich glaube, das ist ein Schaf, das zweite von links. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und diesen Prügelknaben da mit dem Cape, ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt, haben sie dann hier als Bilder reingestellt. Dann steht noch ein Kaffee hier. Dann sind einzelne Briefe, Zeitungsunterlagen oder was auch immer. Parfüm, alles ist hier drauf. Also ich liebe diese Details. Und ihr seht schon, ich sehe, wenn auch nicht deutlich, aber ich sehe meinen Charakter, also den Schatten meines Charakters im Spiegel. Das gilt übrigens auch für die Großen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht generell den Charakter sieht, weil es ist auch sehr verzerrt. Ich meine, das merkt man ja, ne? Auch gerade, wenn ich hier die Perspektive was wechsle. Aber ich finde es schon klasse, dass man überhaupt eine Bewegung sieht. Also das ist schon mal eine Stufe höher, als dass man gar nichts sieht, natürlich. Und ja, wenn sie es natürlich noch verfeinern würden, wäre es natürlich noch geiler. Aber damit bin ich persönlich auch schon zufrieden. Dann hier rein gibt es das Bad. Und zwar habe ich hier einen Wäschekorb, hier auch nochmal einen Spiegel. Ja gut, hier habe ich eine Aussicht, die nicht so schön ist, aber man kann nach unten gucken und gucken, ob seine Pals auch wirklich arbeiten. Dann habe ich hier eine Badewanne, wo dann auch wieder liebevoll sogar ein Quietscheentchen und sonstige Details drin sind. Ich finde das unheimlich toll. Also ich finde es wirklich klasse, was die da gemacht haben. Und dann mein Highlight. Eine Toilette mit Abspülung oben und ein Toilettenhalter. Die meisten Spiele, halte mich jetzt für bescheuert, aber die meisten Spiele haben keinen Toilettenhalter. Die bauen sich da Toiletten rein, die bauen sich da Bäder rein und weiß ich nicht was. Aber ich habe keine Ahnung, wie die sich dann da abputzen sollen, die Leute. Und Palworld hat tatsächlich dran gedacht, einen Toilettenhalter reinzumachen. Ich finde das so genial irgendwie. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Waschbecken, auch nochmal mit Quietscheentchen drin. Klar, die Details wiederholen sich natürlich ein bisschen. Aber guck mal hier, wir haben hier sogar zwei Zahnbürsten drin. Ich finde das so genial. Und wir sollen, also ich möchte ja auch zwei Betten dann drin haben, wenn ich mal Besuch kriege. Vielleicht möchte der EP sich das ja auch mal angucken oder so. Dann hat er auch eine eigene Zahnbürste direkt hier. Dann haben wir hier nochmal einen Handtuchhalter. Und ja, das war's dann für das Zimmer. Dann kommen wir hier rein. Hier ist dann auch nochmal ein Kamin. Ich wollte hier sowieso einen Kamin reinmachen, aber in dem Fall war es sogar ganz gut, weil der Kamin von der anderen Seite, oh, wir haben auch leichte Grafikfehler hier, weil der Kamin von der anderen Seite nämlich hier so ein bisschen durchgeleuchtet hat. Und jetzt sieht das natürlich noch natürlicher aus. Das Einzige, was ich nicht verstehe, das sieht aus, als ob da entweder Schimmel oder Staub drauf ist. Also ich war es nicht. Ich hätte das hier auf jeden Fall geputzt. Ich hätte allerdings auch noch ein paar Accessoires draufgestellt. Leider, leider darf man die ganzen Pflanzen nicht irgendwo draufstellen. Die darf man nur auf den Boden stellen. Ich habe nur eine einzige Pflanze, glaube ich, gefunden, die man irgendwo draufstellen kann. Und die möchte ich dann auch mit der Zeit nochmal hier draufstellen. Ja, dann haben wir oben nochmal einen Schrank, der aufgehangen wurde. Ein bisschen dekoriert mit Pflanzen. Hier kommen wir halt wieder in diesen einen Raum rein, der noch total leer ist. Hier wird später mal die größere Station, Alchemiestation stehen. Also die, ja, die halt moderner aussieht, sage ich jetzt mal. Vielleicht mache ich sie auch mit nach unten, da muss ich mal gucken. Aber ich denke, ich werde es hier oben hin machen. Und da in der Ecke werde ich dann diesen Hexenkessel machen, damit das mit der Alchemie beschleunigt wird. Hier haben wir übrigens auch einen wundervollen Ausblick, wenn wir rausgucken auf das Wasser. Ich finde das so unheimlich schön in dieser Gegend. Auch das Wasser. Ich meine, klar, es ist nicht keine High-End-Grafik, sage ich mal, aber es sieht so, so schön aus. Hier auch wieder Liebe zum Detail. Wir haben die gleichen beiden Bilder, die wir eben hinten auch schon gesehen haben im Schlafzimmer. Und dann haben wir noch eine Katze mit dazu gestellt.
Bücher und sogar eine kleine Anubis-Statue hier links. Eins ist allerdings umgedreht. Das würde mich wirklich mal interessieren, von wem das Bild da gewesen ist. Dann haben wir hier nochmal ja, ein kleines Sideboard mit Büchern. Wer viel von mir gesehen hat, wird sicher öfter mal die Bemerkung gehört haben, dass ich ein wahnsinniger Bücherfreak bin. Also ich habe, ja, alle Zimmer im Endeffekt mit Büchern ausgestattet, außer das Badezimmer. Also wirklich alle Zimmer und in jedem Zimmer mindestens ein Regal stehen. Deswegen, ja, ich liebe Bücher. Dann haben wir hier noch einen etwas, ja, kaputten, sage ich jetzt mal, etwas abgekratzten, aber sehr schön aussehenden, ja, Schreibtisch, sage ich mal, dazu. Im altertümlichen Stil. Ich finde den unheimlich toll. Dazu leider ein modernes Bücherregal. Ich glaube, es gab auch noch eins, was nicht ganz so modern aussah, aber ich hatte das jetzt schon gebaut und habe mir gedacht, naja gut, dann lasse ich das mal einfach hier drin. Ja, und das war dann im Endeffekt auch schon alles. Hier kann man dann auch nochmal schön rausschauen, sehen, wie sich da hinten die Palsphären stapeln, die ich mal einsammeln müsste. Und ja, was soll man dazu sagen? Hallöchen, lieber Gast. Sie dürfen aber auch wieder gehen. Ich glaube, er geht auch gerade wieder. Hallöchen. Oh, der sieht irgendwie süß aus, so wie der guckt. Direkt mal eben ein Bild gemacht. Ich weiß nicht, warum er mich anguckt. Ob er mich jetzt gleich angreifen will oder ob er wieder geht. Ja, da muss ich mir echt nochmal was überlegen, damit die hier nicht immer reinkommen. Aber ich habe halt keine Idee, weil ich möchte da hinten keinen Zaun und keine Mauer hinbauen, weil es da nicht mehr so schön aussieht. Das Einzige, was ich vielleicht machen müsste, das alles hier um eins nach vorne verlängern, sollte ich tatsächlich Probleme haben und hier nicht die drei Bänder reinkriegen. Also ich weiß, dass das ziemlich eng wird, dass es ziemlich eng wird, die drei hier reinzustellen. Die sind auch noch ein bisschen länger. Das heißt, die werden wohl, denke ich mal, ungefähr bis hier kommen, schätzungsweise. Also die dritte Variante davon. Das heißt, ich kann sie dann auch nicht so sehr in den Raum reinstellen. Ich würde sie nebeneinander kriegen, auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit der Tür da hinten aufpasse. Weil da muss natürlich auch immer ein bisschen Platz sein, dass man noch durch die Tür durchkommt. Aber, naja, da muss ich mal schauen. Wie gesagt, die Palbox hier, die konnte ich leider nicht anders hinstellen. Hätte ich gerne gemacht. Aber so habe ich halt genau diesen Bereich hier abgegriffen, den ich auch haben wollte. Ich sehe übrigens gerade, hier werden Daten hochgeladen, ne? Man das von der anderen Seite? Ja, man kann es aber nicht klar sehen. Das ist, ja, palianerisch oder sowas. Ich weiß es nicht so genau. Schade. Aber es sieht ziemlich cool aus. Das ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen. Ja, das war meine kleine, wenn auch mittlerweile etwas längere Führung hier durch meine Basis. Ich würde am liebsten, glaube ich, jetzt hier nochmal komplett neu anfangen, privat. Also bei dem anderen habe ich ja schon fast alle Pals mittlerweile gefangen und gezüchtet. Bin gerade dran, von allen immer 10 Stück zu kriegen. Also die meisten vom Anfangsbereich habe ich ja schon mit 10 Stück eingefangen. Dann wollte ich die noch verbessern mit einer etwas unschönen Geschichte, das, was hier auch noch gebaut wird, nämlich dieses große Gebilde, ich komme gerade nicht auf den Namen, wo man seine Pals opfern muss. Es tut mir wirklich leid, wo man tatsächlich die Pals opfern muss, damit die anderen stärker werden. Hat ein bisschen was Brutales, aber gut, es ist auch zensiert, muss man dazu sagen. Und ich meine, wir sind ja alle erwachsen und wir wissen ja, es ist halt eben nur ein Spiel. Auch wenn ich zugeben muss, dass man sehr leicht, sehr schnell süchtig nach diesem Spiel hier werden kann. Und ja, ich habe auch schon fast 200 Stunden mittlerweile auf dem Buckel in diesem Spiel. Und ja, ich kann einfach nur sagen, ich liebe es absolut. Ich liebe es, verschiedene neue Sachen auszuprobieren, in neuen Gegenden zu bauen. Deswegen habe ich nämlich diesen Spielstand jetzt nochmal neu gemacht. Und habe da jetzt auch lange dran gesessen, das soweit auszubauen. Ich werde euch dann auch nochmal ein Video zeigen, wenn ich das wirklich perfekt ausgebaut habe, also sprich überall kleine Accessoires noch mit drin habe und so weiter. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Also wie gesagt, ich bin vom Level her noch nicht ganz so hoch. Gehe jetzt auf die Level 40 zu. Ich glaube 38 hatte ich, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte 32, Entschuldigung. Ich habe schon geträumt davon, dass ich viel weiter wäre. Also es wird noch ein bisschen dauern vom Level her. Dann, wenn die Mine läuft, muss ich natürlich auch erstmal noch die Erze farmen, um hier alles wirklich aufbauen zu können, so wie ich das möchte.
Und dann kommen nochmal diese ganzen Dekorationen noch dazu. Das dauert auch wieder unheimlich lange, das Ganze herzustellen bzw. zusammenzusammeln. Und ja, ich werde euch dann auf jeden Fall das Endprodukt nochmal zeigen mit allen Kleinigkeiten und euch dann auch zeigen, ob ich dann diese Ecke hier tatsächlich nur verlängern musste, also eins weiter nach drüben bauen musste, was eine Riesenarbeit werden würde. Deswegen hoffe ich nicht, dass ich das machen muss. Ja, ich hoffe mal, dass ich das nicht machen muss und ich hoffe, dass es trotzdem nicht so lange dauert, bis ich euch dann diese Basis so zeigen kann, dass ich sagen kann, die finde ich jetzt so richtig schön, die finde ich jetzt so perfekt. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so von dem ganzen Gebilde hier haltet. Ich meine, es ist nicht so perfekt. Ich würde auch gerne oben drauf ein bisschen anders bauen, aber ich möchte halt immer alles auch funktional haben. Und es soll halt eben ja in erster Linie von geradeaus, von unten gut aussehen. Wenn das jetzt oben mal ein bisschen flacher drauf gebaut ist, ist das für mich persönlich nicht so schlimm. Wobei ich könnte theoretisch oben drauf vielleicht noch andere Sachen bauen. Mit Steinen noch was drauf bauen, Schornstein bauen oder ähnliches. Also daran habe ich auch schon gedacht. Werde ich vielleicht auch noch machen. Aber das war jetzt für mich erstmal zweitrangig. Erstmal sollte das komplette Gebilde so stehen, wie ich das gerne hätte. Und ja, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Ideen habt, was ich oben mit diesem, ich sage jetzt mal, leeren Raum machen kann. Wenn ich gar keine Ideen habe, dann würde ich da einfach überall Kisten hinstellen, sodass ich da Sachen drin sammeln kann, weil ich gemerkt habe, dass sich doch wahnsinnig viel ansammelt mittlerweile. Und ja, vielleicht mache ich noch einen Teil davon als Küchenbereich. Ich habe jetzt da hinten, hinter dem Brunnen, habe ich jetzt erstmal meinen Kühlschrank bzw. die Kühltruhe drin stehen. Ich werde später noch einen richtigen Kühlschrank machen. Aber ich möchte den nicht nach oben machen, weil erfahrungsgemäß die Pals auf der zweiten Etage nicht wirklich gut arbeiten. Und wie ich im Let's Play ja auch schon bemerkt habe, bis zur dritten Etage scheinen die gar nicht mehr hochzugehen. Vielleicht sind sie so nicht programmiert, können da nicht hochgehen, ich weiß es nicht. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das mache. Zur Not setze ich den Kühlschrank irgendwie hier unten hin, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Oder es kommt in den Bereich, wo dann auch die Feuerstelle ist. Also jetzt, wenn wir so gucken, links von mir auf der anderen Seite vom Gebäude. Da muss ich dann auch nochmal gucken. Das sind so Feinheiten. Ja, das werdet ihr dann sehen, wenn das Video kommt, wenn hier alles wirklich komplett ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Ich freue mich, wenn euch das Video hier gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.